jedem Jugendlichen eine berufliche Perspektive bieten. Dieses Ziel hat sich die Arbeitsagentur in Annaberg-Buchholz für das Jahr 2014 gesetzt. Wie Agenturchef Jürgen Sieg verkündete, sind dafür schon verschiedene Maßnahmen geplant. Zunächst finden 4, hier spielt die Musik, Ausbildungsevents statt. Auftakt ist der 12. Februar in Aue. Es folgen am 13. Februar in Annaberg-Buchholz, am 7. März in Stolberg und am 15. März in Marienberg. Im Mai soll das neue Berufsinformationszentrum in Betrieb genommen werden. Damit könne eine noch stärkere Fokussierung auf Jugendliche erfolgen. Auch an der Woche der offenen Unternehmen will man sich beteiligen. 2014 findet diese im Erzgebirgskreis in der Woche vom 10. bis 15. März statt. Unter dem Motto »Überlegst du noch oder weißt du schon?« werden Unternehmen der Region interessierten Schülerinnen und Schülern praxisnahe Informationen zu beruflichen Einstiegsmöglichkeiten bei dualer Ausbildung oder praxisnahem Studium bieten. Eine Angebotsbroschüre in einer Auflage von 10.000 Stück wird an den Schulen des Landkreises ausgereicht. Die potenziellen Azubis haben neuerdings die Qual der Wahl. Bei der Arbeitsagentur kennt man die Schulabgängerzahl und weiß ungefähr, in welchem Volumen Bewerber für Ausbildungsplätze gesucht werden. Da ist zu befürchten, dass nicht jeder Unternehmer, der will, auch seine zukünftigen Facharbeiter auf die vorhandenen Ausbildungsplätze bekommt. Da wird es mit Sicherheit auch um Alternativen gehen. Unser Job ist dann sehr stark, auch mit den Arbeitgebern gemeinsam Alternativen zu erarbeiten. Ein Thema könnte beispielsweise sein, die Spätstarterkampagne, junge Erwachsene hier eine Möglichkeit zu geben. Aber auch das klassische Thema betriebliche Umschulungsmaßnahmen könnte ein Thema werden. Und was für mich persönlich auch ein Thema sein könnte, den ein oder andere Jugendliche aus der Tschechei vielleicht zu gewinnen, der auch hier in Deutschland bereit ist, eine Ausbildung zu machen. Weitere Infos zu den angesprochenen Veranstaltungen findet man unter www.hierspieltdiemusik.net bzw. unter www.wfe-erzgebirge.de/berufsorientierung.